Beim hochautomatisierten Fahren übernimmt das Fahrzeug in speziellen Situationen die Quer- und Längsführung. Das bedeutet, dass das Fahrzeug komplett die Fahraufgabe übernimmt. Allerdings bleibt der Fahrer immer noch in der Kontrolle. Er hat die Verantwortung und muss auch jederzeit in der Lage sein, die Fahraufgabe wieder zu übernehmen. Der Entwicklungsprozess gliederte sich in mehrere Schritte. Zunächst haben wir uns Gedanken gemacht über den Fahrzeugaufbau. Wir nutzen grundsätzlich vier Sensorprinzipien. Einmal Radar, Kamera, Laserscanner und Ultraschall. Ein Schwerpunkt lag dabei darauf, dass das Fahrzeug auf den ersten Blick erstmal wie ein ganz normaler BMW 5er aussieht. Gleichzeitig sind wir in den Simulator reingegangen, um die Fahrstrategie zu entwickeln. Im nächsten Schritt ging es aufs Testgelände, wo wir dann das Gesamtsystem im Fahrzeug testen konnten. Als das System dort zuverlässig funktionierte, kam der nächste Schritt auf die Autobahn, in den realen Verkehr. Wenn man im realen Verkehr fährt, kommen immer wieder neue Situationen rein, an die man vielleicht vorher noch gar nicht gedacht hat. Und die große Herausforderung ist es, Algorithmen zu entwickeln, die auch mit neuen Situationen umgehen können. Das System funktioniert grundsätzlich auf allen Autobahnen, die wir vorher zentimetergenau kartiert haben. Beim hochautomatisierten Fahren auf der Autobahn war uns besonders wichtig, dass der Fahrer überhaupt nicht mehr eingreifen muss. Das Fahrzeug hält sich an alle Verkehrsregeln, es hält sich an das Rechtsfahrgebot, das Rechtsüberholverbot und auch die Geschwindigkeitsbegrenzung, selbst wenn diese an den Schilderbrücken angezeigt werden. Mittlerweile ist das System 5000 Kilometer hochautomatisiert auf Autobahnen gefahren. Das Forschungsprojekt war primär eine Technologiestudie. Die entwickelten Technologien können wir jetzt zur Verbesserung von Assistenzsystemen nutzen, wie zum Beispiel dem Stauassistenten, der in dem BMW i3-Konzept vorgestellt worden ist.